Herr Materner, die Bäckerei Grimm gibt es seit dem Jahre 1536 und ist somit die älteste Bäckerei in Wien. Wie haben Sie so ein traditionelles Unternehmen so erfolgreich in die heutige Zeit geführt? Die Tradition war mir immer ein Anliegen, nur altmodisch darf es nicht sein. Und das versuche ich immer mit Weiterbildung, Fortbildung, Messe besuchen und halt auch am letzten Stand der Entwicklung zu sein. Welche Wachstumsprojekte haben Sie mit der Firma Checkpoint umgesetzt und welche Förderungen haben Sie dafür erhalten? Wir haben jetzt im August 2011 zwei neue Stickenöfen von Rement gebaut. Wir haben die Plunderstube umgebaut und eine innovative Gärkammer gebildet und haben mit der Sachgüterförderung der Aktion der Wirtschaftsagentur Wien eine Förderung erhalten. Auch im glutenfreien Bereich, diätetischen Bereich, konnten wir vier neue Sorten an Plundergebäcken am Markt bringen und das hat uns auch ermöglicht, neue Vertriebslinien zu öffnen und in die Partnerschaft mit anderen Betrieben einzugehen. Die zweite Förderung, die wir erhalten haben, war der Innovationsassistent vom Wiener Arbeitnehmerinnenfonds, wo die komplette Produktentwicklung von der Evaluierung der Rohmaterialien bis zum fertigen Produkt im Förderzeitraum abgedeckt war. Was hat die Zusammenarbeit der Firma Checkpoint ausgezeichnet? Die Begleitung von der Einreichung, Planung und die Umsetzung bis zur Förderung, Auszahlung war immer eine Person mit dabei und Herr Berger und sein Team haben uns jederzeit tatkräftig unterstützt. Dieses Projekt wurde gemeinsam mit Grimm Team und Checkpoint erfolgreich umgesetzt.